So, hallo liebe Gäste hier in der Werder Benz Arena, herzlich willkommen zum Pressegespräch. Schön, dass Sie noch da geblieben seid. Zunächst möchte ich hier zu meiner linken Seite ganz herzlich den Mittelabtrainer von Kronau Östring begrüßen. Mikkel, es hat mittlerweile in der dritten Liga 10 Spiele gegeben. Raphael, ist das Pari-Ergebnis jeweils 5 Siege für jede Mannschaft. Heute 28, 26. Die Zuschauer haben ein sehr abwechslungsreiches mit unterschiedlichen Führungen gesehen. Wie sieht deine Rückschau für das Spiel aus und wie war dein Matchplan und hast du den umsetzen können? Schönen guten Abend auch von mir. Ich habe ein Spiel gesehen, das mit sehr vielen Emotionen geladen war, auch von unserer Seite aus. Der Matchplan war klar, wir wollten am Anfang gegen die TGS-Abwehr, die in der zweiten Welle sehr weit zurückläuft, zu einfachen Toren kommen. Das haben wir auch gut umsetzen können, haben dann viele einfache Tore geschossen. Das hat geklappt. Aber wir sind eigentlich trotzdem nie in unser Spiel reingekommen. Wir hatten einfach heute auch mal wieder viele junge Spieler, die eben die letzten Wochen uns die Siege geholt haben, die heute das nicht ganz hingekriegt haben, was gar nicht tragisch ist. Und dann gehen wir in die Pause mit einem Torführung, glaube ich, und kommen aus der Pause raus, verschlafen, kriegen, glaube ich, 0-4 auf, sind direkt im Hintertreffen, der sich dann durchzieht bis zum Schluss. Und dann ist das irgendwie ja, enttäuschend. Wir sind nicht mehr richtig ins Spiel gekommen, in unser Spiel mit Kreuzbewegung, mit Tempo zu spielen. Und dann eben die letzte Minute. Ich denke, das ist eine Aktion, die gehört sich nicht. Das ist absolute Unsportlichkeit, da noch eine Auszeit zu nehmen bei +4, bei 45 Sekunden. Und da hoffe ich, dass der Verein gefestigt genug ist, um das anzusprechen, weil in meinen Augen ist das einfach ein No-Go bei allen Emotionen. Und dann haben wir aber in der Summe verdient verloren. Und deshalb auch Glückwunsch an die TGS. Und wir können mit unserer verletzten Problematik vollkommen zufrieden sein mit 5-5 Punkten. Also mit 5 Siegen, 5 Niederlagen. Ja, okay, Michael, ganz kurz nochmal. Du hast gesagt, der 4-Tore-Lauf hätte deine Mannschaft von der TGS hat nicht bremsen können. Hat wohl dazu geführt, dass das Spiel dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Siehst du das aus oder an was hat es dann gelegen, dass ihr nicht mehr ins Spiel gekommen seid? Ja, ich würde nicht sagen, dass der 4-Tore-Lauf 28 Minuten vor Ende der Grund dafür war, dass wir hier verloren haben. Wir sind dann schon wieder rangekommen, glaube ich, auch auf einmal unentschieden oder so, aber nie in Führung gegangen. Und dann haben wir einfach, Jonathan Binder hat ein überragendes Spiel gemacht im Tor, da haben wir uns schwer getan. Der hat es sehr gut gemacht und dann sind wir einfach nicht in unsere leichten Tore gekommen. Und deshalb dann auch in der Summe mit 2 Toren, das hätte auch höher ausgehen können. Am Ende gibt es dann noch diese 2 Minuten gegen Florian Tafel. Ja, in meinen Augen ist es eine Unsportlichkeit. Er wirft halt den Ball weg und dann sind 7 Meter. Das wäre wahrscheinlich sogar noch höher ausgegangen. Aber in dem Sinn haben wir dann auch verdient verloren. Ja, danke, Michael. Wolfgang, es hat eine Weile gedauert. Ich bin aber ganz glücklich, mal wieder so eröffnen zu können. Was für ein schöner Samstag. Kurze Frage jetzt nach dem Spiel, das sehr abwechslungsreich und spannend war. Wie groß ist der Stein, der jetzt von mir runtergefallen ist? Wie hast du das Spiel gesehen? Und vielleicht noch ein kurzes Statement zu dem, was der Michael gesagt hat, dass er diese Auszeit kurz vor Schluss als unsportlich empfunden hat. Ja, guten Abend. Gut, wo fangen wir an bei der Auszeit? Ich weiß, es ist durchaus üblich, dass man das als Unsportlichkeit sieht, aber ich sehe das in der Bundesliga, in der ersten Liga, immer wieder sieht man das, auch dort, wo ich mir dann auch oft frage, warum macht er das jetzt? Und sicherlich ist bei uns genauso die Nerven langlegen und unbedingt den Sieg nach Hause bringen wollen. Und dann, ja, da hat man halt einfach nochmal justiert, nachdem Corona praktisch Jugendleben mit relativ offen gespielt habe. Ich glaube nicht, dass da ein einfach auf Nummer sicher gehen, hat dann auch sicherlich nicht dran gedacht, dass er jetzt hier irgendjemand frustriert. Gut, klar, sei es drum, sage ich jetzt mal. Können wir sicherlich intern nochmal drüber reden, ob man sowas macht. Ich weiß, er waren tatsächlich 4 Tore zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, 3 oder 4. Ja, ist egal. Okay, gut, vom Spiel her, Stein vom Herzen fallen. Sicher nicht so, dass wir kurz vor dem Abstiegsplatz stehen, dass man jetzt sagen wir, Nerven verliert, weil man jetzt in letzter Zeit Spiele halt nicht so viel, nicht wenig Punkte geholt hat. Ich glaube, es war wirklich so, wie der Michael gesagt hat, dass der Jonathan halt überragend gehoben hat.
relativ schnell, das war ja auch gut so gewesen, hat man nach 10 Minuten der Uli rausgenommen, Jonathan rein, Uli dann trotzdem so als 7 Meter gehoben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir von außen 4-5 Bälle vergeben, 20 Meter vergeben. In der anderen Halbzeit schon eine Führung sein können für uns. Klar, und dann waren natürlich die jungen Spieler, die dann Wunder drauf losgeworfen haben und dann auch vielleicht nicht so präzise waren, da Fehlwürfe dabei einige. Und Jonathan war gut gestanden. Also ich glaube, da haben wir sicherlich dann immer wieder einen Ball erkämpft in der Abwehr. Das hat uns in der zweiten Halbzeit auch die Möglichkeit gegeben, dass wir halt einfach davor gezogen sind. Und natürlich sind wir jetzt natürlich zufrieden und glücklich, dass wir das Spiel ausgebracht haben. Danke, Wolfgang. Ich habe auch eine Nachfrage, so gefühlt von der Bank, waren die Schiedsrichterentscheidungen 100-10 gegen uns? Hatte ich da ein falsches Gefühl? Also, in den Emotionen, wie gesagt, da sieht man das oft ein bisschen falsch. Man muss es, glaube, wenn man in der Videoanalyse das immer anschaut, dass man wirklich sagen kann, was war da richtig, was war da falsch. Man fühlt sich da immer benachteiligt, egal was ist, Schrittfehler und was weiß ich was, alles oft dann auch subjektiv. Natürlich habe ich das Gefühl gehabt, dass manche Sachen nicht ein bisschen vielleicht lächerlich waren zu pfeifen, weil das Trikot ziehen ist ja gang und gäbe. Jetzt sieht man es einmal ein bisschen deutlicher und dann gibt es 2 Minuten und da ärgert man sich dann über solche Sachen. Aber wie gesagt, soweit weiß ich, ihr habt es in außen vielleicht anders gesehen, aber ich würde sagen, durchschnittlich schlecht. Naja, ich möchte hier bloß auch ganz klar sagen, ich habe manche Entscheidungen gegen mich mit der Ergänzung verstanden. Du bist da ein paar Mal aus dem Sattel gegangen. Jetzt nach dem heutigen Spiel, ich glaube 11-7 Punkte. Wie zufrieden bist du jetzt mit den Leistungen über den Saisonverlauf bis jetzt? An welchen Punkten von den 7 trauerst du am meisten nach? Den von heute? Nö, den von heute sicher nicht. Wir haben eine. Ich will es nicht auf Verletzungen schieben. Wir haben super A-Jugendliche, die da hochrufen und die können hier spielen und das bringt die enorm weiter und das ist alles in Ordnung. Ich glaube, da haben wir andere Spiele zu Hause gegen Horkheim, was wir mit einem verlieren. Wir spielen unentschieden in Fulling. Das sind Punkte, die ärgern mich. Dann verlieren wir gegen Danzenberg etwas deutlicher. Das ist okay. Aber die Punkte heute jetzt, das war so ein emotionales Spiel und dann sind wir vielleicht auch als Mannschaft, wir haben dann eine Auszeit genommen und haben gesagt, okay, auch ich muss mich runternehmen, wir müssen auf uns besinnen. Wir haben uns anstecken lassen, da kommen wir nicht so klar wie dann vielleicht eine Pforzheimer Mannschaft, die da schon deutlich abgeklärter ist, die da erfahrener ist. Das ist auch mein zweites Trainerjahr, vielleicht bringe ich da dann auch zu viel Unruhe rein, weiß ich nicht. Müssen wir mal drüber reden mit dem André. Und die Punkte heute auf keinen Fall, der Pforzheim verdient. Danke mal bitte. Nochmal eine kurze Nachfrage. Ihr habt ja zum Teil wirklich hier tollen Handball gespielt. Was nimmst du und deine Mannschaft mit für das nächste schwere Spiel? Ich glaube, es geht gegen den Top-Favoriten, die HSG Konstanz. Ich nehme mit, dass wir die Woche versuchen, 11 Feldspieler im Training zu haben und Überzahl zu trainieren. Weil ich glaube, wenn wir 6, 7, 8 Angriffe in Überzahl nicht machen, dann ist es sehr schwierig in so einem Spiel, dazu die 7 Meter. Das sind dann einfache Aktionen. Ansonsten, das wird wahrscheinlich der Schwerpunkt sein jetzt gegen Ende der Woche, weil bei uns das Konzept einfach so ist, Montag, Dienstag wieder individuelles Training zu machen und dann Donnerstag, Freitag das auch vorzubereiten auf Konstanz. Und dann hoffen wir, dass wir zu Hause einfach mal wieder pumpen können und dann werden wir sehen, was da rauskommt. Auch für dich die Vorschau, wir haben nächste Woche das Auswärtsspiel in Wildstedt. Was muss aus deiner Sicht die Mannschaft mitnehmen, um auch beim Aufsteiger erfolgreich zu sein? Ja, was wollen Sie mitnehmen? Sicherlich, der Kampfgeist hat die Mannschaft da die ganze Runde an sich gezeigt. Zum Schluss alles mal wieder mit ein paar Aussetzer, so haben wir letzte 10 Minuten so, wo die Spiele dann deutlich verloren wurden. Man muss mitnehmen, dass jedes Spiel schwer ist. Das war in Zweibrücken, bei Saarpfalz natürlich auch so, da geht man hin und denkt, naja, okay, das müsste eigentlich klappen. Und wie gesagt, da müssen wir hochkonzentriert bleiben. Ich glaube, man hat heute auch gesehen, dass wir aufgrund von dem Fehlen von Maris Alternativen haben und der Roy und der Janis das ganz gut gemacht haben. Und von dem her gesehen, sagen wir, das ist sicherlich auch jetzt auch aufgrund von unserem Gespräch, das ich mit dem André gehabt habe, dass wir da einfach ein bisschen mutiger sind und die einsetzen. Und das hat uns heute auch geholfen. Das wird man sicherlich auch in der folgenden Spiele öfters machen. Und dann können die anderen Spieler, die bisher ihre 60 Minuten fast durchspielen mussten, auch ein bisschen staufen und hoffen, dass dann auch verletzungsmäßig
die ein bisschen unten bleiben. Und wie gesagt, von dem her ist es ein Schritt nach vorne gewesen heute. Gerade was die Breite angeht, das Einsetzen der Breite der Mannschaft. Okay, vielen Dank. Ich bedanke mich hier bei euch beiden. Vielen Dank in die Runde. Bitte kommt gut nach Hause. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch die tollen Fans, die euch unterstützt haben. An denen ist sicherlich gelegen. Wir drücken euch fest die Daumen für eure nächsten Spiele und freuen uns auf das nächste Spiel. Dankeschön. Tschüss.